Es sind so viele schöne Jahre gewesen, es verbinden sich so viele herzliche Erinnerungen damit, dass ich ganz sicher bin, Sie machen jetzt die Arme in Gedanken ganz weit auf und begrüßen mit mir herzlich Romy Schneider. Berliner heißen Sie willkommen, die Fernsehzuschauer heißen Sie willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Ja. Nicht? Schön, dass Sie hier sind. Wie geht's Ihnen? Bisschen Angst. Bisschen Angst, wovor denn? Sind unter Talenten Leute und Sie müssen jetzt eben, ja, Sie müssen gleich Millionen verschenken. Das heißt, Sie ziehen die Hauptpreise. Die Leute warten jetzt zu Hause schon. Es werden also jetzt 87 Menschen nachher um 10.000 Mark oder 100.000 Mark reicher. Aber ich habe gerade gelesen, dass Sie vor ein paar Tagen einen großen, den größten französischen Fernsehpreis gewonnen haben, den César. Ach, die Romy, man muss sie direkt in den Arm nehmen. Da steht hier ein Weltstar. Und das ist doch noch eine Menge von der Romy geblieben. Diese große Schauspielerin hat trotzdem noch ein Herzchen, das in der Brust in solchen Augenblicken ganz, ganz kräftig schlägt, nicht? Sie hat also den größten Preis, den man überhaupt in Frankreich bekommen kann als Schauspielerin gewonnen, den César, schon zum zweiten Mal für ihre Rolle, der Marie in, wie heißt der Film? Eine einfache Geschichte. Mhm. Was ist für eine Geschichte, Romy? Keine einfache Geschichte. Keine einfache? Eine komplizierte? Ja. Wie alle einfachen Geschichten. Wir sehen einen Ausschnitt aus dem Film, vielleicht löst er das Rätsel etwas, denn er ist ja mit viel Erfolg in Frankreich angelaufen und läuft auch bereits in Deutschland, sogar in Berlin. Haben Sie den allein gefasst? Ja. Aber vor 2 Monaten, als Sie es empfangen haben, da wollten Sie es. Ja, und warum wollen Sie es jetzt nicht mehr? Antwort, ich frage, wo du herkommst. Wo kommst du her? Weil ich mit jemandem lebe, der ist 42 Jahre. Ist unmöglich, das so schnell zu erklären. Aber was du verstehen musst, ist, dass ich keine Lust mehr habe, mit dir zu leben. Kann sich doch die Zeit nehmen, darüber zu reden. Nein, es ist doch der Mühe wert. Ja. Was ist denn? Nichts, nichts. Ich sehe dich an. Gefalle ich dir? Lass ihn los! Lass ihn doch los! Jeder braucht eine Chance. Ja, jeder braucht eine Chance. Das ist ein Film, der ernst ist und trotzdem sehr interessant erzählt worden ist vom Regisseur von Claude Sauté, nicht? Ja. Was lieben Sie an dem Film so besonders? Eine Geschichte, mit der Sie sich so direkt persönlich identifizieren können? Ja, mehr als die anderen Filme, die ich mit Claude Sauté gedreht habe. Mhm. 48 Filme sind insgesamt jetzt, nicht? Ich habe mal nachgeschaut. 54 begann es hier in Berlin und hat... 48? Nee, 48 Filme, mehr schon? Ja, ja. Wie viel denn? Über 50. Über 50, damals war geschlabbert. Oh, ich bitte sehr um Entschuldigung, nicht? Hier in Berlin, in den Studios begann es doch mit Wenn der weiße Flieder wieder blüht, ja. Nicht? 54. Und dann ging's mit Ihrer Mutter. Ja. Und dann ging es weiter. Wie heißen die anderen, die dann kommen? Mir hat mal einer gesagt, du darfst die Romy Schneider alles fragen. Du darfst sie nur nie an einen Film wie Sissi erinnern. Und jetzt erinnere ich sie daran. Und sie lacht. Ist doch schön, wir haben uns alle auch darüber gefreut damals. Ich auch. Und Sie auch, nicht? Ja. Sind Sie ein stiller Mensch? Oh, heute Abend, ja. Ja, sonst nicht immer. Worüber freuen Sie sich denn? Worüber können Sie sich so richtig freuen? Ich bin sehr schwierig, Entschuldigung. Ist doch gar nicht schlimm. Ist doch herrlich, alle sehen mit Interesse zu, wie Romy Schneider ein bisschen, aber ganz liebenswert nervös ist. Romy, wie fahren Sie denn Auto? Überhaupt nicht. Nein? Warum nicht? Kann ich mehr? Nee, nicht mehr. Das riecht Sie auch. Dieser Wahnsinnsverkehr, was? Aber jetzt müssen Sie was viel Aufregenderes machen. Sie müssen hier unsere unheimlichen Gewinne ziehen. Da ist Beate, Walter Sparby, Herr Dr. Nahlbach, das ist der Urkundsbeamte. Und nun geht es also darum, dass die Beate der Romy die Augen verschließt durch die Brille und dass zunächst mal 20 Hunderttausender gezogen werden und dann anschließend 67 Zehntausender. Die ersten 500.000er, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da ist die Öffnung. Jetzt bitte einzeln die Lose herausholen. 100.000 Mark. So, haben wir schon mal eins. Herr Dr. Nahlbach prüft, die machen gleich weiter. Bitte gleich den nächsten rausholen.
100.000 Mark für Holger Schumacher in Frankfurt. Nochmal 100.000, diesmal für Annemarie Ziegler in 8837 Pöttmes. Der dritte 100.000er geht an Barbara Wetzteer in Stolberg. Der vierte an Brigitte Rodler in Irlesberg. Und der fünfte, der vorerst mal letzte, Romy, wir machen eine kleine Pause jetzt, an Albert Lange in 7635 Schwanau. Herzlichen Glückwunsch! So, Schwerarbeit wartet noch auf Sie. Es ist eine ganze Menge noch zu ziehen. Wir sehen uns nachher wieder, Romy. Bisher herzlichen Dank. Und jetzt begrüßen wir die Damen in unserem Cockpit. Da ist Janita. Namens Janita, namens Silvia.